herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Hier mit dem Albert Grünfeld. Servus. Servus, Leute. So, Sägewerk voller Gang. Da müssen wir mal ein bisschen Gas geben, glaube ich. Ja, da mache ich unser Feld erstmal noch zu Ende hier mit den tiefen Locker, ne? Ah ja. Zwei, drei Bahnen oder was auch immer. Nimmst den Xerion runter und kannst ja auch. Die Maschine gleich mitnehmen, ne? Ja, hängt da hinten hast dran, ist voll. Hast du was mit den anderen Feld schon geklärt? Achso, nee, da ist die Pacht erstmal abgelaufen. So, dann machen wir erstmal runter. Im Moment haben wir auch kein Geld, um da nochmal zu pachten. Bis denn, tschüss. So, ich schwing mich mal hier in den Manitou ein. Guck mal, dass ich hier ein bisschen vorwärts komme, was die Bretterpaletten und so angeht. Und die Leerpaletten. Immer so schwer abzuschätzen. Ne? Ups, falsch rum. So. Das Bremspedal quietscht ein bisschen. Muss ich, glaube ich, mal ein bisschen ölen hier. So, eigentlich müsste sich die Polizei beziehungsweise die Herren müssten sich eigentlich mal melden wegen der Holzkohle. Ich hoffe mal, dass sie das bald machen, weil wir laufen hier voll mit Bretterpaletten. So nicht hin. Ach, da ist auch Hundegang an. Der Dinger hier ist wenigstens stark genug, dass der auch zwei Paletten auf einmal nehmen kann. Nicht so wie mit dem kleinen Stapler, den wir mal kurz gekauft hatten. Und der ist auch vom Handling wesentlich einfacher. So. Aber auch ein bisschen breiter, da muss ich mehr aufpassen. Mir fällt gerade ein, ich muss gleich mal gleich in den Computer gucken. Die Kartonproduktion, die könnten nämlich auch noch Leerpaletten benötigen. Da haben wir aber eigentlich gar keinen Anhänger gerade. Mal gucken. Tablet aufmachen. Holzkohle. Haben wir drei Paletten auf jeden Fall schon mal drin. Hackschnitzel. Muss man noch reinmachen. Karton. Haben wir Leerpaletten schon drin, okay.
Palettenproduktion. Das schaut super aus. Da haben wir noch 20 Leerpaletten drin. Also das ist wirklich mal ausgesorgt. Drüben ist voll, hier ist voll. Ja, noch nicht. Aber machen wir jetzt voll. Dann mache ich... Ja, wir müssen gucken, dass die Holzkohle weiter produziert wird. Wir müssen Jürgen mal kommen lassen, dass der hier ein Loch, das Loch fixt. Die Frage ist jetzt nur, wie kriegt man die Paletten transportiert? Wir haben keinen Anhänger. Also wir müssten mal irgendwas noch verkaufen. Dass wir ja... Ich habe das so klar. Ja, dann werden wir es nicht brauchen. Ist halt die Frage, ob das mit dem Dings da geht. Mit dem Förderband. Und ob es uns das auch wirklich erleichtert. Weil gerade ich bin sogar am Überlegen, ob es uns nicht sogar schwerer macht. Wenn wir da immer hin und her fahren. Also wenn wir die Schaufel nur auf den Boden kippen, bringt uns das wirklich Erleichterung? Oder ist es da eigentlich sogar mehr Arbeit? Ja, mit dem Manitou haben wir ein relativ hohes Fassungsvermögen in der Schaufel. Das ist eigentlich schon praktisch genug. Mit einem Förderband wird eigentlich nur Sinn machen, wenn wir einen kleinen Anhänger hinstellen. Einen kleinen Anhänger mit... oder einen Anhänger generell mit Dings da. Kornschieber. Und es damit ausladen. Vielleicht sollten wir mal eine Werbeaktion starten hier. Dass wir den Leuten mal zeigen, was hier los ist. Was wir denn alles herstellen können. Räder wechseln wollte ich jetzt nicht. Mit Hundegang, dann ist er halt ein bisschen wendiger hier, ne? Aber wenn ich das nicht mag. Ja, ein kleiner Anhänger mit
hast hier so eine schiefe Sicht. Das ist ja ein kleiner Anhänger mit Kornschieber. Nee, warte mal, hier ist gerade eine andere Lenkung aktiv. Jetzt ist die richtige. Das war dieser Kamelgang oder wie das heißt, keine Ahnung. Warte mal, der Anhänger ist ja leer. Also die Pedale hier, die müssen wirklich mal geölt werden. Das gibt's ja nicht. Also wenn es losgeht, wenn uns einer was abkaufen will, dann... Oh, wir müssen die Preise mal noch kalkulieren. Wie viel wir hier jetzt tatsächlich verlangen. Pro Kohle. Ich glaube, Jürgen schafft es heute nicht mehr, hier herzukommen. Gar nicht, wie viel hier überhaupt reingehen. Ja, 4000 haben wir schon. Ja, warte mal, ich könnte die auch mal gerade anrufen. Ich brauche nämlich auch was von denen. Wie viel geht hier jetzt rein? Jetzt habe ich wieder nicht geguckt, ey. Aufmerksamkeitsspend. 20.000. Müller? Ja, hallo Herr Müller. Hallo. Wie geht's Ihnen? Gut. Und Ihnen? Ja, soweit auch ganz gut, aber ich hätte ein kleines Problem. Ja, erzählen Sie. Ich bräuchte in der... Nächste Woche bräuchte ich Wasser. Wasser? Ja. Hat der Chef noch nichts gesagt? Nein. Ja, Sie müssen die Wasserversorgung in Grünfelder, im Grünfelder Land sicherstellen. Ach so, ja, das kann ich Ihnen sagen. Mhm.
Ich bin nämlich schon, also für die Wasserproduktion, fürs Wasserwerk oben bräuchten sie nämlich Holzkohle. Ja. Ja, da bin ich nämlich gerade schon fleißig am Produzieren für nächste Woche. Da können sie dann bei mir was abholen. Ja. Können sie ihm auch mal ausrichten. Ja, richte ich ihm aus. Gut. Ja. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, ebenfalls. Wenn Sie können, fahren Sie keinen Tiddlelatter. Ja. Ist nicht so angenehm. Oh, ich habe jetzt den Stress mit dem Marlon, ey. Oh. Und tschüss. Ja, tschüss. Ups. Jo, hör rein. Hallo, Albert. Und wie schaut's aus? Ich bin gerade beim Ansehen. Ah, was hältst du an? Tabak. Tabak? Jo, das bringt mehr Ertrag. Das bringt. Ach so. Okay, doch. Passt. Ja, für mehr Ertrag muss man dann halt bloß aufpassen, dass der Preis auch stimmt, ne? Jupp. Nee, ich hab gerade. Muss ein bisschen gucken, was der anpflanzt, gell? Weil wir können nicht alles ernten. Tabak nicht ernten, oder? Da brauchst du ein extra Gebiss. Aus dem Maisgebiss, aber da wir ja sowieso vom Lohnunternehmen mieten müssen, passt es dann schon. Und nächstes Mal mache ich wieder was anderes finden. Ja, passt schon, wir brauchen jetzt, müssen gucken, dass wir Geld verdienen. So. Nächste Woche müssen wir auch gucken, dass die Gemeinde müsste bei uns auch Holzkohle kaufen dann nächste Woche. Weil wir brauchen, wir müssen ja, nein, die müssen ja die Produktion von, vom Wasser sicherstellen. Der Richter, Moment. Volker Varuna, hallo? Hallo, Polizeiinspektion Grünfelder Land, Richter. Hallo. Wir kümmern uns ja ums Wasser. Ja. Und Sie haben da ja was in der Produktion, wie heißt die nochmal, die Produktion, die Sie gekauft haben? Holzkohle brauchen Sie dafür, Holz, oder Holzscheite? Ja. Holz, warten Sie mal kurz. Ich brauche dafür... Holzkohle oder Holzscheite? Ja, muss ich nachgucken. Wenn ich es Ihnen sage, ich bin vom Fach. Ja. Holzkohle, haben Sie davon irgendwas? Ja, kann ich Ihnen im Moment schon anbieten. Moment. Also nächste Woche ein bisschen mehr, weil wir sind ja gleich am Ende hier. Ja. Wahrscheinlich auf jeden Fall nächste Woche 5 Paletten. Können Sie die auch liefern? Nee, liefern ist gerade schwierig, weil ich bin so beschäftigt, das geht leider nicht. Da müssen wir da irgendwie ein Unternehmen dazu ziehen, weil wir haben selber nichts zum Abholen. Okay, ja. Das müssten Sie dann gucken. Ja. Ich kalkuliere bis dahin auch mal die Preise durch. Ja, weil das bräuchte ich für die Wasserproduktion. Ja. Wie gesagt, ich kalkuliere die Preise durch, was die Holzkohle mich kostet. Ja. Plus den kleinen Obolus, versteht sich. Ja, klar, ist ja klar. Organisieren Sie einfach schon mal den Transport an für nächste Woche. Ja, ich werde mal beim Herrn Reisex anrufen. Ja, das ist, denke ich, das Interessanteste. Ja, bei Ihnen dann an der Holz... Im Sägewerk unten, ja genau. Ja, dann werde ich mal anrufen. Schönen Tag noch. Bis dann, tschüss. Klappt auch, ne? Ja, läuft. So, aber wie das weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge Real Farming LS19 mit Reality. Schaut auch gerne beim Jürgen Racex Dark Racex YouTube vorbei. Und ja, bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüssi, bis nächste Woche. Morgen. Ja, bis morgen. Ciao.